entscheidende Punkt, warum ich nie in die Partei im Osten eingetreten war. Ich kam zur Immatrikulationsfeier zur Filmhochschule. Die Schule war ja klein, insgesamt 150 Studenten nur. Und in dieser kleinen Mensa saßen nur die Neuankömmlinge, das neue Studienjahr. Und vorne auf einem kleinen Podest war ein langer Tisch mit einer roten Decke natürlich und einer Fahne. Und dann hing so ein Bild von Staatsratsvorsitzenden da und lauter bedeutende Herren und dann wurden Reden gehalten. Und da war einer, der besonders gut aussah, ein alter, ehrwürdiger Herr. Und dann wurde sein Name genannt, Professor Hans Rothenberg, der später ein sehr guter Dramaturgie-Dozent für mich war. Aber als ich den Namen Hans Rothenberg hörte, da klickte es. Denn ich habe mit meiner Mutter vom Londoner Rundfunk eine Lesereihe gehört. Wolfgang Leonhardt las aus seinem Buch, das er geschrieben hatte nach seinen Erfahrungen und Erlebnissen im Hotel Lux in Moskau, wo die deutschen Emigranten, Kommunisten gelebt haben. Und er beschrieb Rothenberg als einen der übelsten Spitze, der beste Freunde an die sowjetische Staatssicherheit verraten hatte. Der saß nun vor mir. Und wenn dann die Frage kam, Partei, habe ich immer Nein gesagt. Die hatten keine Chance mehr. Ich habe dafür auch bezahlt. Ich habe dann, obwohl ich einen extrem guten Abschluss der Filmhochschule hatte, habe ich 9 Jahre gebraucht bis zum ersten richtigen Film, weil ich jedes Jahr auf die Frage Partei Nein gesagt habe. Aber interessant. Also es wurden Ihnen immer wieder Steine in den Weg gelegt. Nein, gar nicht so sehr. Also ich habe einfach keine Filme bekommen, sondern ich musste. Also erstmal habe ich einige Jahre wurde ich zur Erziehung, ich durfte nicht zur DEFA. Ich sollte eigentlich ursprünglich nach dem Studium 2 Jahre nach Moskau zu einem der bedeutendsten sowjetischen Regisseure. Und dann wäre ich zur DEFA gekommen, hätte die Kinokarriere gemacht. Und als ich dann Partei ablehnte, dann durfte ich nicht nach Moskau und durfte nicht zur DEFA und wurde in die Politikabteilung des Fernsehens gesteckt, wo ich hin musste, zur politischen Erziehung. Da war ich nun einige Zeit und habe Dokumentationen machen müssen. Und später, immer bei jeder Möglichkeit, stand ich auf und forderte, ich will aber Spielfilme, Filme machen. Irgendwann. Und jedes Jahr kam die Frage Partei. Und dann hat man mich nach Halle geschickt, in so ein Fernsehstudio, wo ich dann anfing zu inszenieren. Und zwar so kleine Komödien und Theaterstücke für Fernsehen und ein kleines Theater. Und 9 Jahre später kam dann der erste Film. Und von da an ging es dann gut weiter. Dann hatte ich keine Schwierigkeiten mehr. Man hatte sich irgendwie daran gewöhnt, dass ich nicht eintreten will.